Thank you, sir. Thank you, sir. Eigentlich ist das jetzt ein Punkt, wo man nach Hause gehen sollte, das ganz tief in sich sacken lassen sollte, was man erlebt hat, und das abspeichern für lange Zeit. Weil ich denke, dass was wir hier über Wochen erlebt haben und was ihr oder sie heute Abend erlebt habt, das ist mehr als ein Bild. Das ist mehr erleben, fühlen, mitkämpfen, mitdenken, miterleben. Das ist das, was wir wollen. Theater als Erlebnis. Und einer, der dazu mitgewirkt hat und den ich hier nochmal ganz besonders lobend herausstellen möchte, ist Gerd Kirsch mit seinem absolut genialen Orchester. Letzten 10 oder 15 Jahre Revue passieren lässt, dann erkennt man auch, wenn man hinter der 35. Reihe steht, wie ich vorhin, was sich hier verändert hat. Welche Möglichkeiten wir haben, zum ersten Mal mit einer Projektion zu arbeiten und ganz andere Lichtmaßstäben. Also geht der Dank ganz besonders auch an Licht und Ton oben. Und was wären wir alle ohne die hinter der Bühne oder unter der Bühne und auf den beiden Seiten der Bühne? Das ist ein ganz stolz machendes Potenzial, nämlich der Chor der Freilichtspiele in Tecklenburg. Wie oft habe ich dich eigentlich gefragt, ob du mal in Tecklenburg spielen möchtest? Einige Male. Und da hast du immer gesagt, ich kann nicht, es geht nicht, es haut nicht hin. Jetzt haben wir es geschafft. Dich hier hatten wir letztes Jahr schon, aber dich wollten wir wieder haben. Und wir wollen dich auch weiter wieder haben. Ich habe immer gedacht, ich wäre schon groß. Aber daran reiche ich nicht von der Körpergröße, aber auch nicht vom Können und vom Vermögen her. Vielen Dank, Jan! Und damit vielen Dank an die ganze Cast. Es war ein sehr, sehr harmonisches Jahr und ich muss zu euch da sagen, einige von euch haben da sogar bei Aladdin mitgewirkt und das fand ich ganz toll und dann bei Shrek die überwiegende Zahl auch und es war genial und es war insofern genial, wie da heute ist das eingetreten, worauf wir immer spekulieren. Gestern dreiviertel Stunde Regen. Heute wieder trocken. In Langenbeck hat es gegossen. Macht's gut. Kommt wieder gut dahin zurück, von wo ihr ausgezogen seid, um nach Tecklenburg zu gehen. Ab die Niederlande, Berlin, München, Linz.
wo auch immer Bottrop nicht zu vergessen, wo auch immer ihr hergekommen seid, ihr seid immer wieder herzlich willkommen, nicht nur als Gäste, sondern dafür sind wir da. Wir geben euch einen Raum, die heißt Bühne. Und diese Bühne wird im nächsten Jahr, das hat mein vorlauter Moderator oben vorhin schon gesagt, Les Miserables. Ist schon klasse. Und das als einzige Bühne in ganz Deutschland für ein Jahr. 26 Mal wird es hier Lemmys geben. Und wenn ihr seht, was für Leute hier auf der Bühne stehen, dann garantieren wir auch, was nächstes Jahr hier wieder an Spitzenleuten aufschlagen wird. Und wir empfehlen ganz besonders das zweite Stück, Spamalot. Ich sag's mal vereinfacht so, ein Riesenspaß, die bekloppten Ritter der Kokosnuss suchen den Heiligen Gral. Und was ist hinter der Heilige Gral? Die Insider wissen, was es ist. Vergesst es, aber Spaß, Spaß, Spaß mit König Artus und seinen bekloppten Rittern und der Fee aus dem See. Nicht zu verachten, Blödsinn, Monty Python pur. Ja, wo ist er denn? Naja, ich will nichts verraten, aber der kleine Peter Pan fliegt nächstes Jahr über die Bühne. Jan, ich glaube, ich kann dir die Rolle nicht anbieten, Jan. Ne? Okay, kommen Sie gut nach Hause. Es war ein schöner Abend, es war eine schöne Saison. Wir verabschieden uns, wir freuen uns aufs nächste Jahr, auf unseren Urlaub. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und frohe Ostern. Und tschüss.